Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Power mit Beatrice. Ich zeige Ihnen zusammen mit Tamara Settmack drei Rückenübungen für einen gesunden, kräftigen Rücken. Übungen, die einfach zum Nachmachen sind und auch Ihnen gut tun. Tamara hat bereits 10 Minuten aufgewärmt auf dem Laufband. Wir fangen an mit der Delfinübung, die ist besonders gut gegen einen Rundrücken. Nachher machen wir 2 weitere Rückenübungen zur Kräftigung der Rückenmuskulatur. Bei der ersten Übung machen wir die Delfinübung. Das hat eine tiefe Wirkung für die mittlere Rückenmuskulatur. Gleichzeitig tut sie das Schultergelenk mobilisieren. Tamara liegt auf dem Bauch. Wichtig ist, dass sie die Schulterblätter zum Gesäß zieht. Die Arme haben eine U-Form. Jetzt tut sie den Unterarm leicht heben, beidseitig, und die Ellbogen ganz fest im Boden hineinpressen. Sie hält das für 2 Sekunden und dann tut sie langsam wieder ablegen. Hinten tut das extrem kräftigen. Es ist sehr eine anstrengende Übung. Sie macht eine Pause. Das ist strenger, als man denkt. Ja. Oh. Was sehr gut ist, ist nachher der Effekt, dass ein müder Rücken wieder wach macht. Tamara macht 4 Wiederholungen, dann macht sie eine Pause und dann nochmal eine Serie. Bei der zweiten Übung trainieren wir den ganzen Rücken. Tamara steht ungefähr 1 Meter von der Wand weg. Umso weiter dass man wegsteht von der Wand, umso intensiver wird die Übung. Dann tut sie die Finger an die Wand. Die Finger sind schulterhöch, sie schauen zueinander, noch ein bisschen schneller haben. Gut. Die Bewegung ist, sie geht ganz nah zur Wand, tut ausschnaufen und kommt wieder rauf, zurück. Das kräftigt den ganzen Rücken. Spürst du die Übung? Ja. Tamara macht 20 Wiederholungen, dann macht sie eine Pause und dann macht sie noch mal 2 Serien. Bei der letzten Übung trainieren wir den unteren Rücken. Tamara kommt in Vierfüßlerstand, das heisst, die Oberschenkel sind genau unter dem Hüfte, die Arme sind unter den Schultern, der Kopf stellt sich vor, wie wenn sie ein Fädel hat, das in die Richtung zieht, und das Steißbein zieht in die Richtung. Der Rumpf ist stabilisiert, der Bauchmuskel ist wie immer drin. So sein rechtes Bein 90 Grad anwinkeln, der Fersen geht zur Decke. Es ist eine minimale Bewegung, ungefähr 2 cm nach oben, damit sie hier innen die Übung spürt. Und ausschnaufen und ganz wenig wieder 2 cm runterkommen. Tamara macht 20 Wiederholungen, dann macht sie eine Pause, dann nochmal 2 Serien und dann kommt die andere Seite dran. Das wäre es schon wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heisst Power mit Beatrice. Das nächste Mal wieder mit dem Stefan Dobler.